beschissenes Holz. Das sind auch keine Ahnung, was für Würmer schon alles durchgegangen, glaube ich. Man weiß nicht, dass es aber schön luftig ist. Dann musst du. Dann hast du normalerweise, sammelst du Birkenrinde, Reisig, dann machst du dir richtig feine Holzspänchen. Das hier ist ja noch recht grob. Ich glaube, das funktioniert, weil das Holz auch teilweise im Nassen lag. Und überdacht ist. Ja, fürs Outdoor-Kochen haben wir heute in Hesselbach den armen Mann ausgewählt, beziehungsweise ist hier eigentlich so unsere Standardstelle. Wir haben jetzt hier dann unsere Kochstelle, eine schöne ordentliche Feuerschale mit Schwenkgrill und kann man den Dutch Oven schön drüber hängen. Und ja, müssen wir halt jetzt nur ein bisschen Holz suchen, das dementsprechend trocknen, dass wir dann halt hier zurechtkommen. Wir hatten ein bisschen was von mir zu Hause mitgenommen, was trocken ist, aber das liegt ja schon da in der Schale. Halli, hallo, hallöle. Heute kochen wir. Das hier, das sind die Nico-Hände. Und das da, das sind Ernas Adventure, also beziehungsweise Kira. Und wir haben den Dominik als Kameramann hinter der Kamera. Und Koch. Und Koch. Und ich schau zu. Wir fangen heute mit was als erstes an? Mit einem Chili con Carne. Ja, und in der nächsten Folge seht ihr dann das, was wir hier nach noch kochen. Aber machen wir erstmal Chili con Carne. Was brauchen wir denn alles dafür? Wir brauchen als erstes Zwiebelchen und Knoblauch. Ja. Die kleinen schönen würfeln und die Paprika auch. Sauber machen und würfeln. Das ja, sind so die ersten Schritte. Und was haben wir noch so an Zutaten, die wir dann... Wir haben sonst noch das Übliche, was mit reinkommt. Stückige Tomaten, passierte Tomaten, Rinderfond, Mais, Böhnchen, Chili kommt auch ein bisschen mit rein und Geheimzutat Kakao. Und ganz wichtig, das Hack. Ja, super. Wir fangen einfach mal an, schnippeln mal, nehmen euch dann nachher mit an den Dutch Oven und da drin tun wir alles zubereiten und dann könnt ihr euch das nachher anschauen und wenn ihr mal dabei sein wollt bei so leckeren Gerichten, könnt ihr auch auf die Veranstaltung von uns kommen, wo wir regelmäßig Lagerfeuerküche machen. Und Ronja klaut gerade das Brennholz. Schön durch den Schnee. Ja, wir fangen einfach mal an. Jo. Ich mache die Zwiebeln. Ich schnappe die Paprikas. Ich suche noch einen Messermacher. Ich arbeite mit einem Neckknife. Ich möchte aber so ein schmales, kleines Kochmesser haben, kompaktes. Falls sich da jemand bereit erklärt, mir da ein gutes Angebot zu machen gegen minimale Werbung, kann sich gerne melden. Kontaktdaten müssten eigentlich unten in der Beschreibung stehen. Da ist das ganze Impressum. Natürlich freue ich mich auch über ein Geschenk da. Kann ich meine Kasse mal ein bisschen erholen. Ich denke, in dem Zuge, Ernas Adventure nimmt auch Hals. Aber natürlich. Ja, mit so einem breiten Klingenrücken. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ich hatte schon mal überlegt, ganz primitiv mir ein einfaches Kochmesser von Victorinox zu holen und den Griff runterzuschleifen, um die Klinge zu kürzen. Um so wenig Arbeit zu haben, aber man weiß ja nicht, wie tiefengehärtet das ist. Das sollte ziemlich hart sein. Der Rauch zieht immer zu den Dummen. Also merken, fürs nächste Mal muss ich einen Dümmeren mitnehmen wie mich. Dann klappt das auch mit dem Rauch.
gefunden. Ja, üblich beim Essen, ne? Man fängt mit dem an, was man anbraten möchte. Wichtig ist natürlich schön einheizen. Dutch-Ofen am besten immer schön langsam hochtemperieren. Und auch am besten langsam wieder runtertemperieren. Nicht, dass das Material leidet. Ist ja genauso wie Auto, was man mit dem kalten Motor treten tut. Tut. Hä? Wer ist denn das? Der Dominik. Unser Kameramann und Koch. Habt ihr eigentlich bei Anna's Adventure eigentlich so richtige Rollenaufteilung? So Koch, Fahrer, Zeltaufbau. Die Frau ist lieber der Beifahrer. Ja. Mechanik. Ich habe mir gerade mal überlegt, ich lege noch ein bisschen nasses Holz drauf, damit das noch ätzender wird jetzt beim Kochen. Danke. Ja, jetzt mal ein bisschen Rand legen, dann kann das schon mal. Ja, da kann noch ein Stück Öl bei, sonst verbrennen wir uns gleich. Ja, dann macht er was zu heiß. Ja, es ist jetzt Zwiebel und Knoblauch, dann kommt das Hackfleisch dazu und ein bisschen anbraten, anschwitzen, wie auch immer, wie man es möchte. Soll ich den Dutch-Ofen mal festhalten? Das wäre mega. Dann hole ich mal eben Handschuhe. Putzeln lassen. Also falls jemand noch irgendwie bei diesem Modell von Outdoor-Küche mitmachen möchte, könnt mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich komme vorbei, ihr kommt vorbei, wie auch immer. Dann können wir gerne zusammen was am Lagerfeuer kochen, stellen das vor. Und ja. Jetzt Pfeffer schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es eher Chili oder eher pfeffrig haben wollt. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Das erste Mal, ne? Ich glaube, der Nico muss nochmal festhalten. Wollen wir noch ein Stück höher drehen? Nö, eigentlich geht das. Ne, das Wasser kocht noch, Schatz. Dann Paprika, edelsüß. Kann man immer so handhaben, wie man möchte. Ich weiß, dass manche Paprika rosenscharf nehmen oder Cayennepfeffer wird auch gerne genommen. Kann man variieren. Dann haben wir Meersalz. Also mehr Salz. Nicht das Meersalz, mehr, sondern... Ich mache das jetzt hier schon eine halbe Stunde. Ich sehe immer noch keinen mehr. Ist die Brühe auch gesalzen? Ein bisschen. Ich bin davon. Okay. Ja, viel drin. Wenn man gerade auf Tour ist, kann man ruhig ein bisschen mehr machen von dem Salz. Da man ja auch ein bisschen am Schwitzen ist, schadet da nicht. Ja, ich bin der Spitze. Wir hätten natürlich auch so ein Dreibein-Dings, wo wir uns hier so ein Unterstell teilnehmen können. Aber wir haben gedacht, wir machen es halt einfach mal kompliziert. Einfach von jeder.
müssen doch gut verteilt sein, denke ich. Ja. Jetzt können wir das ein bisschen anbrennen lassen, damit Röstaromen drankommen. Ich gehe schon mal in der Zeit noch ein bisschen Feuerholz suchen. Und ich denke mal, wenn das dann soweit angebraten ist, dann werden wir mit den nächsten Zutaten anfangen. Ja, dann kommt das Tomatenmark noch da hinzu. Am besten schön mit anbraten. Wir wärmen uns auf. Heiße Hexe hieß das, ne? Heiße Hexe, genau. Heiße Hexe. Alkoholfrei natürlich, ne? Nicht, dass hier schon wieder irgendwelche falschen Gerüchte aufkommen. Ich muss nachher noch fahren. Also wir sind ja mit zwei Autos hier. Corona-konform. Ja, Tomatenmark haben wir jetzt dran gemacht und braten das jetzt noch ein bisschen mit an und ich hole euch dann nachher wieder dazu, wenn wir mit den nächsten Zutaten weitermachen. Ja, geht weiter. Jetzt die gestückelten Tomaten. Da gibt es einen kleinen Trick bei dem Datecode. Ich hoffe, man sieht es. Jetzt muss ich hier spiegelverkehrt denken. Da ist ja der Datecode drauf. Vorne das L müsste die Ortskennzahl sein. Je nach Ort schmecken die Tomaten anders da. Und ich glaube, zwischen der 180. Dem 180. und 240. Tag ist natürlich die beste Ernte. Hier haben wir 213, das heißt, es ist perfekt, aber da kann man auch nochmal im Internet nachgucken. Dann sind die vom halt wesentlich geschmackvoller und reifer. Ja, dann Rinderfond. Kann man jetzt schön richtig aufkochen lassen, ein bisschen einreduzieren. Dann kommt da auch noch wesentlich mehr Geschmack bei rein. Jo. Die nächsten Dosen folgen. Aber dafür, dass das für den Sechser ausgelegt ist, haben wir gut gefuscht. Ja, der Rest kommt. Mais hatte ich auch schon gerade? Nee, Mais kommt noch. Jetzt haben wir hier ein bisschen Chili und Paprika. Der kleine Haufen ist das Paprika, der große ist Chili. Ein Spaß. Das kann man auch danach. Geschmack kann man variieren. Da gibt es auch bei dem die Urform vom Paprika, also Spitzpaprika, hat einen wesentlich süßeren Geschmack. Und ja. Da gibt es aber auch noch einen Tipp bei dem Standardpaprika mit den Enden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war. Drei Enden ist, glaube ich, nicht so süß. Und mit vier Enden, also wenn du so ein Kreuz hast, ist das süßer. Aber das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer es weiß. Bin ich nicht mehr up to date. Ich hab perfektes Glück. Ach, noch ein Eiszapfen gefunden. Ich hab gerade runtergeschlagen. Wir arbeiten hier mit einem 4-5er Dutch-Ofen. Hattet ihr euch den so ausgesucht? Oder? Nein, geschenkt bekommen. Achso, geschenkt bekommen. Und weil ich habe auch einen 4-5er. Für mich war das so für die Tour am sinnvollsten. Ich hatte mir Gedanken gemacht, welche Größe ich nehme. 4-5er fand ich jetzt so für eine Person zu groß. Aber wenn man morgens mal im Dutch Oven Brötchen aufbacken will, ist man natürlich mit dem 4-5er perfekt dran, weil man vier Brötchen reinkriegt, was so meine übliche Frühstücksmenge ist, wenn ich unterwegs bin. Und man kann aber auch mal eine kleine Pizza drinnen backen oder so. Deswegen hatte ich mich für den 4-5er entschieden. Ja. Und halt auch wegen dem Deckel, wegen Rührei machen und so. Hat man halt eine passende Portion, kann man aber auch dann noch human umrühren.
Ich bin jetzt so ein Mensch, der so einen randvollen Topf umrühren kann. Die meisten wissen das. Ich gebe dann immer die Aufgaben ab, weil ich die Krise kriege. Und ja. Köcheln lassen. Ja. Steht eine Stunde. Eine halbe steht. Alle Male mache ich. Ronja. Ronja hat auch wieder Hunger. Die schnuppert schon wieder an allen Ecken. Der Akku ist gleich leer, die Kälte macht. Ja. Oh. Schön am Blubbern. Schnee ist keine Option dafür. Ja, jetzt kommt der Mais hinzu. Was soll ich halten? Ganz klassisch, der Nico immer mit einer Tasse in der Hand. Das Handy hier auf einmal im Spiel. Links hinter, nein. Also, hole in der Zeit mal die Kohle. Da kann mir doch meine gute Hand nehmen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Kakao gleich hinzu. Da kann man variieren. Achso, und die Bohnen kommen noch hinzu. Das kein Chili. Also bei dem Kakao kann man auch variieren. Wer es ein bisschen Ronja, wer es ein bisschen süßer mag, der kann den normalen Standardkakao nehmen. Wer es ein bisschen so bitterer mag, kann einen normalen Backkakao nehmen. Ja, wir haben es jetzt fertig. Das gute Chili con Carne. Da steht es. Wir werden jetzt essen. Probiert haben wir schon. Was sagen wir? Lecker, wa? Ja. Lecker. Super. Dann essen wir schon mal. Und ich werde nicht den Nico, wenn wir nicht gleich noch einen zweiten Teil drehen. Der kommt dann aber sehr wahrscheinlich ein oder zwei Wochen später.